Wir mussten mit ansehen, wie sie die Türen der Kirche und des Pastorats verrammelten und wie das Feuer das ganze Dorf vernichtete. Wie sollen wir wieder in unser normales Leben zurückkehren, nachdem wir obdachlos geworden sind? Wenn Jesus mich nicht berufen hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als Pastor arbeiten können. Die islamisch-extremistische Gruppierung Boko Haram ist verantwortlich für unzählige Angriffe auf Dörfer im Norden Nigerias und mittlerweile auch in den angrenzenden Staaten. Dass Boko Haram sein Zuhause zerstört, hat Pastor Andrew schon einmal miterleben müssen. Nach diesem Angriff auf das Dorf verloren viele Dorfbewohner ihre Heimat und ihre Hoffnung. Am Morgen danach machten wir uns alle auf die Suche nach unseren Familienmitgliedern. Einige Kinder haben ihre Eltern verloren. Sie waren allein im Busch und mussten für sich selbst sorgen. Die Verfolgung war so stark, dass ich mir nie vorstellen konnte, dass wir je wieder zusammen in der Kirche beten könnten. Während des Angriffs betete ich für die Gemeindemitglieder, dass Gott ihren Glauben stärken möge. Da ich sowas schon einmal erlebt habe, blieb ich bei meinen Gemeindemitgliedern und ermutigte sie, in die Kirche zurückzukehren und ihre Häuser wieder aufzubauen. Ich sagte, das Ziel der Angreifer war es, uns obdachlos zu machen. Und da ihnen das gelungen ist, sollten wir zurückgehen und unsere Häuser und unsere Kirche wieder aufbauen. Als wir zurückkamen, mussten wir uns überlegen, wo wir den Gottesdienst abhalten wollten. Mit ein paar anderen brachten wir versenktes Wellblech und einige Pfähle zusammen, um einen Anbetungsort herzurichten. Nach und nach kehrten diejenigen, die geflohen waren, zurück. Sie sahen, dass auch andere wieder zurückgekommen waren. Die Christen erkannten, dass die Angriffe gegen ihren Glauben gerichtet waren. Und nachdem sie alles verloren hatten, verstanden sie, dass Gott alles ist, was sie brauchen. Heute sind wir mehr als 400 Mitglieder. Die Arbeit im Weinberg Gottes ist wirklich keine leichte Aufgabe. Wenn Jesus mich nicht berufen hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als Pastor arbeiten können. Aber komme, was wolle, ich werde nicht umkehren, denn ich weiß, dass eine Belohnung auf mich wartet. Dank Ihrer Gebete und Unterstützung ist es möglich, dass Open Doors nigerianischen Gemeinden wie der von Pastor Andrew helfen kann. Nach den Angriffen wart ihr die Ersten, die kamen und den Familien mit Lebensmitteln halfen. Ihr habt uns nicht nur mit Lebensmitteln versorgt, sondern uns auch Seelsorge angeboten. Und ihr habt uns auch geholfen, als wir beschlossen, unsere Kirche wieder aufzubauen. Ihr habt unsere Gemeinde und die Mitglieder, die ihre Hoffnung völlig verloren hatten, gestärkt. Dank euch leben sie hoffnungsvoll und auf Jesus ausgerichtet. Ich bin zutiefst dankbar und bete, dass Gott, der durch euch wirkt, euch stärkt und die Werke eurer Hände segnet. Angriffe von Boko Haram auf christliche Dörfer sind keine Seltenheit. Viele Christen bleiben traumatisiert zurück. Open Doors unterstützt das Shalom Traumazentrum in Nigeria, um die schwersten Fälle auffangen zu können. Doch dort ist nur begrenzt Platz. Viele weitere Christen bedürfen seelsorgerlicher Unterstützung. Dieses Jahr wird das Traumazentrum vergrößert. Bitte beten Sie für das Shalom Center und für die Traumabehandlung von Christen wie Pastor Andrew in Nigeria. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/Magazin